Hallo und herzlich willkommen bei Koch mal schnell. Heute möchte ich euch meine leckeren Puten-Zwiebelschnitzel überbacken zeigen. Das Gericht ist wirklich super lecker, geht nicht nur mit Pute, sondern auch mit Hühnchen, auch mit Schweinefleisch, auch mit Kalb. Alles wird super zart und hinterher in einer sehr schönen, cremigen, leckeren Zwiebelsoße. Schaut es euch an, ich hoffe es gefällt euch. Alles, was ich brauche, habe ich wieder bereitgelegt hier. Ich habe hier meine Putenschnitzel. Außerdem brauchen wir Butterschmalz, Zwiebeln, Champignons, ein bisschen Sahne, Hühnerbrühe, Frischkäse und zum Binden ein bisschen Mehl. Würzen werden wir das Ganze mit ein paar Chiliflocken für den Kick, ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Salz. Zum Überbacken brauchen wir dann außerdem ein bisschen Emmentaler und für die Soße und zum Garnieren Petersilie. Und das war's auch schon. Kann ich loslegen. Meine Putenschnitzel hier waren etwas dick und ungleichmäßig. Und da ich möchte, dass sie alle zur gleichen Zeit auch fertig werden, klopfe ich die mit einem Fleischhammer oder was immer ihr habt zum Klopfen möglichst gleichmäßig flach. Und weil ich nicht so große Stücke immer haben möchte, sondern kleinere Portionen, zerteile ich mir die Putenschnitzel hier in kleinere Schnitzelchen, die ich etwas mundgerechter finde. Hat man nicht immer so riesen Portionen auf dem Teller. Die salze ich dann zunächst mal und pfeffer sie. Das mache ich gleich von beiden Seiten. Und wenn ich sie gesalzen und gepfeffert habe, dann gebe ich auf die Putenschnitzel so ein bisschen Mehl zum Abbinden der Flüssigkeit nachher, damit sie auch etwas schneller bräunen. Und das Mehl, wenn ich es drüber gestreut habe, das klopfe ich so ein bisschen an, damit das auch tatsächlich auf dem Fleisch dann drauf bleibt. Und das war es auch schon an Vorbereitungen für das Fleisch. Mehr müssen wir gar nicht machen, das können wir erstmal jetzt zur Seite stellen. Dann kommt die Zwiebel, die Zwiebeln, die bereite ich hier wirklich nur kurz vor. Die werden gepellt, halbiert und dann auch nicht so kleine Stücke, also so Viertelringe, wie ich das jetzt hier gemacht habe, reichen völlig aus. Denn ich möchte hinterher auch die Zwiebel noch sehen. Ich möchte die in der Soße auch noch schmecken. Also nicht so klein, sondern die Größe ist genau richtig. Das gleiche mit den Champignons. Ich hatte hier ziemlich große Champignons, die habe ich hier halbiert. Und die schneide ich dann auch nur in wirklich grobe Scheiben, damit ich auch die später noch in der Soße schmecken und sehen kann. Und als letzte Vorbereitungshandlung hier die Petersilie, die wird nur grob gehackt. Mehr müssen wir nicht machen. Ab geht's an die Pfanne. Butterschmalz erhitzen, richtig heiß. Und dann gebe ich meine kleinen Putenschnitzelchen hier in die Pfanne. Und die sollen jetzt in der Pfanne wirklich nur, na, vielleicht 3-4 Minuten von jeder Seite, viel länger brauchen die gar nicht, angebraten werden, bis sie beginnen zu bräunen. Und könnt zwischendurch immer mal testen, wenn ihr so die Zange nehmt und so ein bisschen drauf drückt, dann sollen die auf jeden Fall noch weich sein. Die sollen also jetzt nicht ausderzeln, also nicht zu lange, ne, wenn die oben anfangen zu bräunen, hier, das geht durchs Mehl auch relativ schnell, dann raus damit, ne, immer mal gucken und wenn die so aussehen hier, dann müssen die raus auf den Teller, in der Alufolie und einschlagen und dann sind die Schnitzelchen auch zunächst mal fertig hier in der ersten Stufe. Wenn ich die Schnitzel rausgenommen habe, dann mache ich die Pfanne ein bisschen sauber, aber möchte natürlich den Geschmack behalten. Wieder ein bisschen Butterschmalz dazu und jetzt kommen meine Zwiebeln rein und die sollen jetzt richtig ordentlich angebraten werden. Vielleicht ein bisschen runterstellen die Temperatur, damit sie nicht schwarz werden. Das dauert jetzt ein bisschen. 10, 15 Minuten kann das schon dauern, je nach Pfanne und Herd, was ihr so benutzt. Und wenn die Zwiebeln dann anfangen zu bräunen, also langsam durchsichtig werden, ne, dann immer wieder mal umrühren, damit sie nicht anbrennen. Und immer wieder mal testen, wie die Zwiebeln aussehen. Und wenn die Zwiebeln dann so ungefähr aussehen, also anfangen zu bräunen, so langsam durchsichtig werden, dann reicht es auch. Dann sind wir mit den Zwiebeln fertig. Und jetzt kommt als nächster Schritt, kommen unsere Champignons dazu. Und die Champignons, die brate ich jetzt nochmal 5, vielleicht 10 Minuten mit, bis die beginnen Wasser zu ziehen. Die werden dann deutlich kleiner. Das binde ich jetzt ab mit Mehl, diese Zwiebel-Champignon-Masse. Und jetzt rühre ich so lange, bis ich das Mehl nicht mehr sehe, bis das in der Masse vollständig verschwunden ist. Das Mehl soll ja gleich unsere leckere Soße binden. Und jetzt gieße ich Stück für Stück, Schluck für Schluck die Hühnerbrühe an. Das mache ich wirklich in mehreren Schritten. Immer wieder mal kurz aufkochen lassen, mal gucken, ob die Hühnerbrühe hier gebunden wird. Und das seht ihr, die blubbert dann irgendwann so richtig schön. Ne? Nicht auf einen Schlag alles. Immer wieder mal ein bisschen erhitzen, ein bisschen kochen. Und dann irgendwann habt ihr die Hühnerbrühe verarbeitet. Dann seht ihr, die ist auch jetzt schon ordentlich gebunden.
Und jetzt kommt als nächster Schritt meine Sahne dazu. Auch die gebe ich nicht in einem Schlag dazu, sondern immer erstmal gucken, wieder mal ein bisschen aufkochen lassen, bis die Soße richtig abbindet und ich die Sahne dann auch wirklich vollständig verarbeitet habe. Je nachdem, was ihr dazu essen wollt später, wenn ihr Nudeln oder Reis dazu essen wollt, dann kann es ja ruhig ein bisschen flüssiger sein. Also müsst ihr selber entscheiden, wie dickflüssig ihr die Soße haben wollt. Ja, und als letztes haben wir jetzt noch hier unseren Frischkäse zu verarbeiten. Und den gebe ich dann auch tatsächlich als letztes dazu. Rühre den unter und gucke, dass er sich möglichst ein bisschen auflöst. Aber jetzt brauchen wir nicht mehr so eine große Hitze. Der Käse löst sich relativ schnell auf. Und jetzt sind wir eigentlich mit der Soße fertig. Deshalb Hitze weg, Platte aus. Und wir können jetzt die letzten Schritte noch machen. Jetzt würze ich noch mit den Chiliflocken für einen Kick. Das passt wirklich gut. Außerdem gebe ich noch Pfeffer dazu. Ich habe es vorher schon ein bisschen probiert. Also die Soße verträgt wirklich diese Chiliflocken und den Pfeffer. Und ja, ich gebe tatsächlich auch nochmal etwas Salz dazu. Die Brühe war jetzt nicht so salzig, aber das müsst ihr vorher unbedingt abschmecken, damit ihr eure Soße nicht versalzt. Also ich habe jetzt hier nochmal ordentlich gesalzen. Und jetzt ist es wirklich einfach, alles nochmal richtig durchrühren, bis die Gewürze sich hier verteilt haben. Nun, ihr seht, die Soße ist wunderbar sämig geworden jetzt hier. So mag ich sie. Und jetzt gebe ich fast die gesamte Petersilie dazu. Ich hebe noch einen Rest auf zum Garnieren später. Aber die Petersilie hier gebe ich fast vollständig dazu und rühre die jetzt auch wieder unter. Und dann haben wir unsere Soße fertig. Und jetzt kann ich meine kleinen Schnitzelchen wiederholen. Jetzt versenke ich die in der Soße alle schön hier rein in die Pfanne. Und dann auch zusehen, dass ihr alle Stücken hinterher mit ein bisschen Soße bedeckt habt, dass die Schnitzelchen wirklich vollständig verschwinden in dieser leckeren Zwiebel-Champignon-Soße. Und als allerletzten Schritt haben wir jetzt nur noch den Käse, wenn wir hier unsere Schnitzelchen versenkt haben. Und jetzt brösel ich den Käse, den Emmentaler, hier über die Form. Und ja, das war's auch schon. Das Ganze geht jetzt bei 180 Grad 20 Minuten Umluft in den Ofen. Dann können wir auch schon schauen, ob es geklappt hat. Es riecht ganz wundervoll. Ich hebe hier meine Portion vorsichtig raus und ihr seht, das ist alles wundervoll cremig, wundervoll käsig geworden. Der Geruch ist auch wirklich toll. Und die Soße hat genau die richtige Konsistenz. Ich habe jetzt hier keinen Reis, keine Nudeln dabei. Wenn ihr, wie gesagt, Reis, Nudeln dazu haben wollt, dann macht ihr sie ein bisschen flüssiger. Aber die Soße ist schon echt klasse geworden und riecht auch wirklich super nach Zwiebeln und so ein bisschen nach Käse. Also ganz hervorragend. Ich garniere das Ganze jetzt nur noch ein bisschen mit Petersilie. Mehr mache ich eigentlich nicht. Und nachher habe ich dann für die Optik so ein paar blättrige Champignons noch dazu gegeben. Und das Rezept ist wirklich klasse. Wenn ich jetzt hier die Pute anschneide und ihr euch die anguckt, dann seht ihr, die ist super weich, super saftig, hat aber ganz toll den Zwiebelgeschmack auch angenommen. Also ich finde hier meine Zwiebelputenschnitzel überbacken mit der leckeren Zwiebel-Champignon-Soße haben wundervoll geklappt. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell.